Heute fahren wir ihn das erste Mal, der neue Panzer Ferdinand. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und der Panzer ist natürlich nicht neu im Spiel, sondern ich habe ihn nur neu, ne? Und ich habe auch noch nichts groß ausgerüstet, ich brauche noch die besseren Ketten. Optisch gefällt er mir auch nicht wirklich. Wir sind in Paris. Da sehe sie an die wunderschöne Eiffelturm in die Hintergrund. Und ich versuche nicht direkt zu sterben. Und weiter Französisch zu sprechen, werde ich auch nicht. So. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich 1:1 ist. Oder ob das... Also klar, der Eiffelturm ist 1:1 nachempfunden. Das ist logisch. Aber ich meine, ob die Straßen drumherum und so, ob das wirklich 1:1 zum Eiffelturm ist. Ich würde sagen, nein. Ich war schon in Paris. Ich war auch schon in der Nähe des Eiffelturms. Ich war aber nicht auf dem Eiffelturm. Weil es hieß, wollen Sie die Eiffelturm sehen? Oder wollen Sie auf die Eiffelturm drauf? Haben alle gestimmt. Sehen. Also gehen wir auf andere hohe Gebäude in die Paris? Dann haben wir uns den Eiffelturm von Weitem angeguckt. Was heißt von Weitem? Von nahem Weitem. Fand ich jetzt nicht so verkehrt. Oh ja, das Ding ein Wenderadius hier. Also mit dem Geschütz prallt wahrscheinlich eh wieder nur alles ab. So nah am Wasser. Ich guck mal später bei Google Maps, mich interessiert es. Eiffelturm wirklich so nah am Wasser ist und mit der Brücke und hallo, hallo. Stream mit Skill, nicht bei dem Spiel. Nicht bei dem Spiel.
fährt der denn? Ah, der fährt außen. Außerhalb des Gebäudes, also hinten dran. Das waren schon drei. Nein. Nein. Ach, come on, ich bin doch schon längst weg. Und wo? Ach, von ganz da hinten? Ah, den habe ich nicht gesehen, aber der mich. Ah, okay. Ich hatte keine Deckung. Wir haben nicht einen Schuss abgegeben, ne? War ja ein erfolgreiches Match. Wir verlieren das, gibt kaum Erfahrung, außer Spesen nichts gewesen. Ich kann nicht mehr mit freier Erfahrung die Ketten kaufen oder so. Das ist ja, glaube ich, eine Idee, weil das Ding ist ja so schweinelahm und boah, Wendekreis. Boah, nee. Einfach nur nee. Ja, wir müssen Abpraller haben. Immer noch. Ich hab mal eine Idee. Stehe dafür natürlich beschissen, aber normalerweise campe ich gern hier unten irgendwo, ja? Stell mich da rein. Aber da mache ich zwei, drei Schuss ab und dann ist das Match rum. So, in die Mitte vorne mit reinzufahren, nee, ist nicht meins. Aber da ganz hinten. Das wäre eine Idee. Wird viel schneller und wendiger der Panzer ist, ne? Und, das ist, und der ist schon langsam. Bisher aber ausgeglichene Matches. Immerhin.
Ich sehe den nicht mal mehr. Wieso? Da stand doch gerade. Ach, der ist gerade mit geiler Krawacho weggefahren. Ach, scheiße, die Front da offen. Nee, das ist er gestorben. Der hätte doch halten sollen gegen den Emil. Der kann der immer ins reinknallen. Beziehungsweise fährt mir jetzt hinterher und knallt mich ab.
gut, wir kriegen es von hinten oder von vorne jetzt, also. Aua, aua, aua. Den habe ich nicht mehr mitgenommen. Also jetzt haben die da von hinten geschossen. Der hätte gegen Emin halten sollen, hätte ich da stehen bleiben können. Aber gut, die hätten es jetzt eh zeitlich eingenommen, weil sie uns in der Mitte überrannt haben. Schade. Schade. So, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas mit freier Erfahrung kaufen können. Da haben wir ja kaum was gemacht, 300 irgendwas, ne? Ja, kann ich das kaufen? Ne, muss Gold für ausgeben. Es macht keinen Spaß mit ihm zu fahren gerade, ne? Mit diesem Ferdinand. Das ist auch... Ich meine, ich brauche 1450. Und ich habe jetzt 300 gemacht bei einer Niederlage, wo ich nie einen Schuss abgegeben habe. Wenn ich mich da durchsterben muss, dann kotze ich im Strahl. Also. Ne? Erinnert mich daran, noch Mods zu installieren bei City Skylines. Wenn ich es starte. Bitte. Ja, ich weiß, wo man sich hier hin ganz nett stellen kann. Oder fahren sie schon alle hin und sind schneller wie ich. Ich glaube, hier ist Kack, wo ich gerade hinfahre. Ja, da kann ich nichts treffen. Auch wieder nur Achter. Auf Holz. Dass es so bleibt. Irgendwo an die Seite und baller mit. In der Mitte reiße ich gar nichts. Eigentlich werde ich jetzt abgeknallt. Aber beide ist noch keiner in der Mitte. Du hast dich sogar an den Boden an die Ketten. Ist schon cool. Kann ich da ganz außen rum? Ja, kann ich. Aber die werden gerade überrollt. Völlig falsch gefahren. Völlig falsch. Und ich kann es jetzt schon nicht mehr retten. Bis ich komme, ist nämlich zu spät. Hm. Oh, hat der Panzer einen Wendekreis. Das ist doch zum Brechen. Muss da weg. Komm schon durch die Mitte. Kann mal einer auf den schießen? Der steht doch da oben. Ach, ich stand doch da oben. Was ist denn los mit euch? Ja, das hat wieder so eine Nullnummer. Diese Runde. Die kommen jetzt gleich, knallen mir sowas von den Arsch.
komm. Ja, wow, der geht natürlich jetzt auch nicht durch, ne? Weil ich das billige Geschütz habe. Ja, also mit dem Panzer macht's minus 1000 Spaß. Das ist einfach richtig langweilig. Der fährt wie Omas Liebling, die Ketten sind scheiße. Und ich krieg keine Erfahrung, ich kann keinen Schuss abgeben. Ich bin jetzt auch noch falsch gefahren, ist okay. Aber, oh, der, also mit dem Ferdinand, das macht mir bisher... Und ja, ich bin Laie, ich spiele das Spiel einmal im Jahr. Ich bin kein Profi, ich lass mich nicht coachen. Ja, ich weiß, selbst schuld. Aber, naja, also mit dem Panzer, mit anderen Panzern komme ich ja auch halbwegs zurecht und habe Spaß, aber mit dem Ferdinand bisher. Das, also das ist, blech. Aber ich sage ja, wenn das Winter-Event rum ist, das trägt's für mich nicht. Das trägt's einfach nicht für mich. Wenn das Winter-Event rum ist, dann scheiße ich wieder auf World of Tanks, weil dafür ist es mir einfach nicht, ich weiß nicht, das ist halt nicht mein Superspielprinzip. Dann eher nochmal ein Showdown, aber das hat man ja aktuell so komische Events und das Neue, ja, ist zwar besser, aber da will ich nichts freischalten, also brauche ich es auch nicht spielen. Ja, aber ich würde es wahrscheinlich spielen, wenn sie es mir vorne dran nicht versaut hätten mit diesem Schlangen-Event da. Aber so spare ich mir die Zeit, kann andere Spiele spielen. Das ist übrigens voll fies. Die anderen sind ja voll im Vorteil bei der Map. Wir haben hier nur ein paar Felsen und Gebüsche. Und die da drüben haben ganze Gebäude. Wie asozial ist das denn? Hier, da. Und so. Da kannst du eigentlich schon mal gleich einen Schuss drauf abgeben, weil... So sicher wie es abends in der Kirche ist da einer drin. Aber sowas von. Vorne ist der nächste, den sehe ich aber nicht. Als ein Ei in der Holekopf. Jetzt haben wir 8er, 9er und 10er, ne? Ne, 8er und 9er. Damit dürft ihr raten, wo ich keinen Schaden machen werde. Komm ich da überhaupt hin? Ne. Eigentlich schon laden gegen High Explosive. Ich kann keinen Schuss abgeben, das ist Quatsch.
ballern die gut weg. Okay, der fährt schon querfeld ein. Das hat was zu heißen. Er ist schnell. Bums. Nimm das sowas von ein. Na, komme ich nicht hin. Egal, ich habe ein bisschen Damage gemacht. Nicht so viel, wie ich es gern gewollt hätte, aber ein bisschen war dabei. Leider habe ich keine 11 Abpraller an dem Match geschafft. Ich muss die Quest nochmal rerollen. Ich dachte, die geht so einfach, aber... Wie sieht's aus? Feldwebel Stefan Klaus, da dauert's noch ein bisschen. Da dauert's noch ein bisschen, aber irgendwann sind die auch gelevelt. Ja, wir fahren in Ferdinand in die 600, also ich muss mich hier wirklich durchsterben, ne?
Ach so, die müssen erst auf den ausgebildet werden. Ja, habe ich auch sehr oft die Map. Wo stellen wir uns denn hier hin? Irgendwo links, ne? Aber bis ich da bin, ist die Map eh rum. Ist das Match gelaufen. Das ist der langsamste Panzer, glaube ich, den ich bisher hatte. Also zumindest der unwendigste. Naja, 12 km/h Spitzengeschwindigkeit. Bergabwärts ein bisschen mehr. Boah, keine Ahnung, ob man da oben sich gut hinstellen kann, aber... Was, da gibt es Gewitter auf dem Wasser? Meine Güte. Fahren wir da hoch. Wir gucken mal. Das ist schon übel, oder? Oder... Jetzt hat er mal 24 drauf gehabt, aber trotzdem ist der saulahm und wie der wendet und... Kuschel hier mal mit dir. Getroffen? Ja, keine so doofe Position hier. Wir müssen ja nur hochfahren. Naja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Blätternerven. Oh. Immer noch. Komm. Kann der mich sehen? Weil ich Lärm gemacht habe. Aber jetzt ist auch das vorbei. Ach, komm mal an, da unten. Traumseele ist schlecht. Warum? 2 Stück Fleischkäse. Oh Gott. Ja gut, wenn es zu viel Fleischkäse ist, dann auch nicht gut. Sag nur Fleischkäse aus dem Globus. Darf es auch ein Randstück sein. Kannst du Unterkiefer aushängen. Nie wieder mache ich das. Wenn die sagen Randstück, nein, danke. Ich möchte, das ist dann einfach, das ist dann Fleischkäse mit Brötchen und nicht Brötchen mit Fleischkäse. Ja, also das ist abartig. Und die Verkäufer meint's dann gut. Dann machen wir doch Randstück. Machen wir 2 Randstücke herein. Und dann, das ist einfach zu viel. Ich esse mal gerne Fleischkäse, aber, ach, ne. Genauso wie diese Salami Supreme Pizza. Du schmeckst auch kaum noch Käse und Tomate und Teig. Du schmeckst eigentlich nur Pizza. Ja, dann kannst, Salami. Dann kannst du eigentlich auch direkt Salami beißen und die irgendwie in den Backofen machen oder was.
Junge, fahr mir doch nicht hier rum. Ich weiß, was er vorhat, aber... Da drüben haben wir verloren. Er steht gut. Er steht da, wo ich eigentlich stehen wollte. Er trifft gut, er macht gut Damage. Ach ja. Ja, komm. Wie oft können die denn schießen? Wie oft können die schießen? Hallo? Ja, ist klar. Wie viele Panzer stehen da denn bitte? Das waren nur zwei. Wie konnten die vier, fünf Mal in Folge schießen so schnell? Ja, ich bin vorgefahren. Ich bin schuld, aber... Ach, der Panzer ist einfach Rotz. Macht mir keinen Spaß. Ich weiß, ich hätte stehen bleiben können, aber der Typ mir reihenweise alles weggeballert. Immer wieder. Ja. Lars Ferdinand ist zumindest in der Ausstattung, wie ich ihn jetzt habe, macht das keinen Spaß. So, noch circa 25 Minuten bis zu die Skylines. Ach, die Map. Wie gesagt, erinnert mich, City Skylines Mods installieren. Die eine mit dem Kreisel auf jeden Fall. Und vielleicht noch diese Verkehrsmod. Da geht's schon ab in die Mitte. CK-Mod, was war die CK-Mod? War das die mit den Kreiseln? Oh Leute, ich habe ein bisschen Bock auf Skyrim. Ich habe kein Skyrim, aber ich habe ein Video vorgeschlagen gekriegt. Es gibt so ein riesiges Mod-Paket, das wurde jetzt geupdatet. Für Skyrim und das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Das ist zwar Singleplayer, Rollenspiel und ich werde es mir jetzt wahrscheinlich auch nicht holen, weil erstmal Hogwarts Legacy im Februar und den Januar kriegen wir schon rum mit den Games, die ich habe. Aber... Man kriegt das Skyrim irgendwie in der Anniversary Edition für so 20 Euro. Und dann kleidest du dieses riesige Mod-Paket drauf und dann sieht das Spiel ziemlich geil aus. Und dann kann ich endlich mal wieder eine offene Welt, Fantasy-Welt für mich neu entdecken. Darauf habe ich ja Bock. Ich habe Bock, eine Fantasy-Welt für mich zu entdecken und zu erkunden. Deswegen, aber ich habe nie Skyrim gespielt. Nie. Wirklich niemals. Ich habe es immer nur mal so ein bisschen gesehen. Mal bei Helbo. Ich glaube, der streamt gar nicht mehr. Hab auf jeden Fall keinen Kontakt mehr zu ihm und sehe auch nicht mehr, dass er streamt. Helbo hat das früher ein bisschen gemacht. Und natürlich The Simnox. Das sind die zwei, die ich weiß. Ja. Mach die Autos platt. Mach die Autos platt, mach die Autos platt, mach die Autos platt.
Walz sie richtig platt. Mach die Autos platt. Mäht sie um. Und mal gucken, dass ich hier nicht gleich einen aufs Maul krieg. Das war knapp. Abgeprallt. Ja, kann, nehmen wir mal Explosionsmuni. Ich hab Zeit. Haben zwar schon vier Panzer verloren und wir werden gerade von hinten überrollt, aber. Problem ist, ich krieg's gleich von hinten. Deswegen muss ich vorfahren. Bin so tot. Einen Schuss kriegst du noch ab. Komm, trau dich. Jetzt schießen wir von hinten rein. Naja, sie haben mich schon umzingelt gehabt. Ich weiß nicht, was die in der Mitte gemacht haben, aber ich glaube, sie sind voll reingerannt und dann konnten wir uns umzingeln. Das war der Fehler. Ich denke halt, dieses ganze Mod-Paket wird sehr viel auf Englisch machen, das weiß ich halt nicht, weil da kommen noch andere Quests dazu. Es ist halt ein riesiges Mod-Paket, aber ich möchte mich, ich weiß, wie sehr man sich im Modding verlieren kann bei Spielen. Ich habe es ein bisschen bei The Witcher gemacht, aber Witcher 3 habe ich ja nie wirklich groß gespielt. Ich habe es bei anderen Spielen gemacht, wie Valheim. Extrems oder so, da kannst du dich echt verlieren. Und ich kann jetzt, es gibt jetzt diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich investiere sehr viel meiner Freizeit da drin, dass Skyrim so geil zu modden, wie es nur geht, und indem ich mir diese Rosinen rauspicke, oder ich bin einfach faul, und das ist das Letzte, zu dem ich tendiere, und hole mir dieses riesige Mod-Paket, was so viele feiern. Da wird auch vieles dabei sein, was mir nicht 100% gefällt, aber das nehme ich dann in Kauf. Ja. Nur, wie man das installiert, das war noch so ein bisschen tricky, also. Hat mir nicht so ganz, ja, so grob überflogen. Ja, mit so einem extra Downloader und irgendwie rein. Und das war alles so ein bisschen Mund geblasen, Hand geklöppelt. Ich hätte gerne so einen Installer, zack, und alles ist drauf. Und es gibt da auch irgendwas bei Nexus Mods, aber das ist ein 13 Gig. Hab mal 13 Gig bei Nexus Mods runter ohne Premium Account, da bist du 3 Tage dran oder so. Ja, keine Ahnung. Also da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Und aktuell, aber ich hab's im Hinterkopf, ne? Also Skyrim habe ich im Hinterkopf mit diesem Mod-Paket. Weil das sieht dann richtig nett aus. Mein Rechner sollte das eigentlich packen, wobei. Können wir da was treffen? Nö. Erst einmal 8 Stunden fasziniert. Echt, 8 Stunden am Stück. Also, er hat 8 Stunden am Stück Skyrim gespielt. Ja, krass. Aber jetzt erklär mir mal, warum magst du Skyrim? Jetzt als Zuschauer?
Und warum magst du Witcher nicht? Wo ist da der Unterschied für dich? Das ist mal eine gute Frage, oder? Weil das sind ja Spiele, die in eine ähnliche Nische schlagen. Was ist nur so Unterbodenwäsche des Panzers? Warte mal, da ist doch ein Panzer gewesen, den wir doch treffen können. Oh Gott. Dreht er so langsam. Ich kann sagen, mit Premium-Munition komme ich da doch durch. Ist jetzt trotzdem mal links auf, vielleicht kann ich da mitballern. Es war die Art, wie Simnox rübergebracht hat. Bei Skyrim sieht man Figur nicht wirklich. Bei Witcher ist Third Person, ja. Ich verstehe. Verstehe es. Und bei Skyrim hat Simnox ein bisschen was zu seiner Person dran gedichtet. Das ist interessant, ja. Das verstehe ich. Also es gibt wohl auch eine Third Person Mod bei Skyrim, aber ich würde es auch First Person erstmal versuchen wollen, weil das ist ja das, was es auch so ein bisschen ausmacht, ne? Warte jetzt mal mit. Wow. Ich weiß nicht, irgendwie holt mich das Questdesign und das Storytelling nicht so 100% bei Witcher ab, auch wenn ich das Universum mag. Weil sonst hätte ich ja The Witcher, sonst hätte es mich ja so gepackt, dass ich den Dreier, als ich ihn wieder angefangen habe im Stream zu Ende, weitergespielt hätte. Aber irgendwie habe ich ja dann doch wieder aufgehört. Das muss ja einen Grund haben. Es ist trotzdem ein gutes Spiel, nur weil es mich nicht zu 100% abholt, ist es ja nicht zwingend ein schlechtes Spiel. Aber ich habe halt The Witcher 3, ich glaube sogar zweimal im Stream angefangen. Jeweils mit einer großen Pause dazwischen. Und habe es dann doch nie weitergespielt. Das ist klar, ne? Das ist klar. Es gibt so viele Streamer, da kannst du natürlich auch aussuchen, was du zuguckst, ne? Ne, also ich sag, wenn ich wirklich ein Spiel suche, wo ich eine geile Fantasy-Welt habe und ich habe keinen Bock, WoW zu leveln oder so und da irgendwie 12 Euro zu investieren, dann würde ich echt dieses Skyrim holen mit diesem Mod-Paket. Aber erstmal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Aktuell habe ich ja nicht viel Spiele. Außer das Hogwarts Legacy. Das wird ein bisschen Zeit fressen im Februar. Und ansonsten weiß ich noch nicht. Ich meine, Blood Bowl 3 habe ich auch noch auf der Liste. Ja, das ist halt Blood Bowl. Das ist ganz okay, aber es ist halt Blood Bowl. Also, man kennt's, will ich damit sagen. Der 3er macht nochmal einiges neuer und besser, aber der ist jetzt schon ein paar Mal verschoben worden. Und daher weiß ich nicht, wie sehr mich das abholen wird. Und ob ich das mir überhaupt holen möchte. Also ich bin ja mittlerweile, ich sortiere mir ja wirklich aus, was ich hier hole. Weil ich einfach nur begrenzt Zeit habe. Ja, kann nicht alles spielen. Einerseits ärgert mich, dass Nintendo die letzten 2 Jahre fast kein Game für mich hatte, was ich mir hätte holen wollen würde. Die Pokémon-Spiele, ich sag's immer wieder,
Da ist mir zu wenig Neuerung und technisch sind die ja wirklich unter aller Sau, die letzten. Also kann ich die nicht holen. Und ansonsten hat Nintendo nichts für mich. Ja, wollte kein Animal Crossing, das Fußball war ja auch nicht so. Ne, also... Bin ich ein bisschen ärgert es mich, weil ich spiele gerne Nintendo-Spiele und hätte mich gerne auf ein neues Nintendo-Spiel gefreut für mich. Aber... Einerseits freut es mich dann auch, dass ich andere Spiele spielen kann und dann da nichts habe, was irgendwie in die Breschen schlägt, ne? Und das neue Breath of the Wild, wann kommt das, im März oder was? Der Nachfolger da. Ich hoffe nicht, dass ich mich dazu hinreißen lasse, es zur Release zu kaufen, weil Nintendo hat immer diese Freitags-Releases, ne, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Sprich, die bringen dann immer ein Spiel freitags raus und da denken sich, ach ja, jetzt kommt Freitag raus, da kann ich auf der Arbeit direkt ins Wochenende reinspielen und so. Ah, und wieder mal ein Nintendo-Game und so. Da bin ich oft reingefallen, gerade bei der Switch. Und dann habe ich es geholt, habe es 2-3 Mal gespielt und habe ich gemerkt, das ist eigentlich doch nicht so toll. Und dann liegt es rum. Da hast du 70 Euro bezahlt. Na? 70 Euro für ein paar Stunden. Und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich sag, wenn ich mir dann Skyrim holen würde für die 20 Euro mit dem Mod-Paket, da werde ich mehr Spielspaß mit haben. Wobei ich das neue Zelda noch nicht kenne. Nur was ich bisher gesehen habe, hat mich nicht abgeholt. Oh oh. Ich habe keine Deckung. Natürlich bin ich offen. Ich weiß, dass ich offen bin. Im Glück steht der da. Noch die Arti. Gebäude dazwischen. So tief da hinten. Ist so tief, Rüdiger! Ist so tief!
Kann eigentlich wieder zurückfahren. Da oben treffe ich nämlich nichts. Die werden nicht die Burg stürmen. Ah, vielleicht doch. Wenn sie uns jagen. Bleib hier oben. Da unten bin ich dann nämlich im Tal. Aber nur bedingt Deckung. Schwarzer Tee? Ja, schwarzer Tee ist lecker. Komm, da bin ich bei dir. Aber da kann ich nicht mitballern, das ist zu weit. Oh. Nein! Zu spät gesehen. Shit. Ah! Das ist der nächste. Ja, jetzt hat er mich umfahren. Rede schneller! Jetzt eh tot. Ja. Kommt es von allen Seiten, da kann ich nichts machen. Ah, ein Dreckspanzer, der gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so. Aber man muss sich erstmal zu den besseren Ketten durchsterben. Das ist ja. Ja. Wir haben jetzt erst 5000 Erfahrungen gesammelt. Boah. 0 Minuten, eins geht noch. Müsste zählen, sobald das Match startet. Zu spät oder was? Habe ich nicht gedrückt? Knapp. Das letzte Game. Für heute. In der Wüste. Musik hat was. Ja, sowas ja nicht. Aber hier ist cool. Junge. Ah. Ja, ich habe früh angefangen. Traum, ne? Ich habe früh angefangen. Heute. Normalerweise fange ich manchmal erst um 9 an oder so. Manchmal sogar um 9:30. Heute habe ich früh angefangen. Das stimmt.
Ich mein Gott, Skyrim ist ein zeitloser Klassiker. Selbst wenn ich da 14 Euro verbraten würde oder 15 oder 16 oder 20 und das Spiel wäre vollkommen, wäre für mich nix, dann habe ich halt Skyrim in der Liste. Es ist eher peinlich, dass ich Skyrim nicht gespielt habe. Dazu gehört nun mal leider Skyrim zu den Spielen, die man so mal gespielt haben sollte. Und bis dann Neues kommt, das dauert noch ein paar Jahre. Komme ich nicht hin, ne? Oh, reiß die Hütte ab. Muss ich halt mitfahren da hoch. Oh, da fällt ja schon einer direkt rein hier. Ja, wie gesagt, Satisfactory, nettes Game. Wenn auch irgendwann mehr Survival-Sachen kommen oder so. Und die Base vielleicht ein bisschen verteidigen muss. Irgendwas, das mir mehr Anreiz gibt, außer bau alles einmal oder so, dann würde ich da auch nochmal mehr Zeit investieren. Das hat mich auch so ein bisschen gestört bei Astroneer. Da passiert ja quasi auch nichts, ne? So tot. Ja, es war klar. War ja klar. Ich hätte oben bleiben sollen. Ich dachte nicht, dass die so schnell da durchkommen. Naja, gut. Also der Ferdinand ist nichts für mich. Der ist nichts, zumindest in der Ausstattung, aber hui, also boah. 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 In diesem Sinne, wir gucken noch, ob wir irgendeine Mila-Quest geschafft haben, aber ich glaube nicht. Hätte ich, glaube ich, einen Hinweis gekriegt, oder? Ach, ich kann Ressourcen wiederholen. Ja, komm. Oh, was soll der Bums? Da können wir nicht noch für den wo kommen die ganzen Automatenmünzen her? Kann ich noch welche kaufen? Doch. Jo, komm. Achso, ich hätte gleich mehrere kaufen sollen, ja. Hierfür geht noch eine. Da geht noch eine. So, holen wir nochmal die Münzen hier, oder? Ich klick's direkt weg, weil wir wollen die Animation nicht sehen, dann geht es dann schneller. Den gleichen Panzer wieder als Miete. Ja, nee, 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 ja, ach, jetzt springt der mir da hin. Das interessiert doch keinen Schwanz. Ja, wie euch jetzt schon. Ich habe bald so oft gewonnen, dass ich ihn für immer und ewig habe, so wenig wie ich das Spiel spiele. Da muss er mir jetzt jedes Mal, wenn ich den anzeige, den Panzer da anzeigen. Ist ja schön. Mietdauer 5 Gefechte. Den habe ich doch schon. Also, das tut sich summieren. Gib mir lieber Credits in irgendwelche Feuerlöcher oder so. Oh, war das ein Garagenstellplatz? Weiß. Bitte nicht nochmal die Animation.
Och nö. Och Wargaming. Mein Gott. Ihr nervt mich mit euren Animationen, die keiner will. Ich will dann nur weiter die Münzen machen. Ja, fünf Gefechte, danke. Nicht schon wieder. Jetzt haben wir den 15 Tage gewonnen. Und ich hatte den, glaube ich, schon 15 Tage. Jetzt habe ich ihn 30 Tage. Ich kann das nächste Winter-Event durchspielen. Lasst euch frei raus. Och, Leute. Angeblich kann man auch Panzer gewinnen für immer, aber das glaube ich nicht, weil so oft wie ich den jetzt zur Miese gewonnen habe. Die wollen alle mit dir anfixen, dass du den dann kaufst, ne? Ist ja klar. Also es ist, glaube ich, ein Echtgeldpanzer oder so. Ja. Dass du dann eine Crew reinsetzen, den levelst und der darfst dann aber nicht spielen, weil die Miete ist abgelaufen. Da musst du den kaufen. Ist bestimmt nicht billig. So, danke. So, gucken wir noch kurz die Mila-Quests rein. Eine müssen wir wohl gemacht haben. Ne, zwei sogar, oder? Wir hatten, glaube ich, 23 mal 25. Kann das sein? Sieht's aus. Was haben wir denn geschafft? Oh ja, diese 30.000 Schaden und... Boah, ich glaube, was mit den 11 Treffern abwehren, da würfeln wir uns was Neues. Gib mir irgendwas Billiges. Gewinnen Sie in Gefechten 5-mal mindestens die 5 höchste Basis-EP. Okay. Müssen wir mal gucken. Gut, World of Tanks. Vielleicht warte ich jetzt wieder ein, zwei Tage. Freitag gibt es keinen Stream, also morgen der letzte Stream. Und Samstag ist Silvester da auch nicht. Ja, das heißt Sonntag wieder. Donnerstag und Sonntag dann. Na, vielleicht mache ich es morgen nochmal. Dann habe ich eigentlich noch Premium. Steht das irgendwo? Steht das irgendwo? 9 Tage. Ah. In 9 Tagen sollten wir das durchkriegen. Weil ich werde nicht verlängern. Aber ich bräuchte, glaube ich, gar kein Premium, um die Quests abzuschließen. Aber du machst ja nur miese, wenn du ohne Premium spielst. Ne? Deswegen, haben die hier noch irgendwas? Nee. Hat unser Feldwebel Stefan Klaus noch was erreicht? Nö. Schade. Gut, World of Tanks, das war's für heute. Ja, im Stream bleibt dabei ein wenig City Skylines noch. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Aber eine Stunde mindestens, wenn nicht sogar eineinhalb. Wir gucken mal. Deswegen ist jetzt hier für die Aufnahme beendet. Schluss für heute für World of Tanks. Für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.